So, was machen wir jetzt? Wir gucken mal kurz auf die Karte. Da sind wir. Hier steht noch eine lustige Pyramide. Also ich würde ja sagen, wir sammeln mal hier jetzt noch die Quests ein. Die wir jetzt hier noch haben in Memphis. Memphis. Das heißt, wir nehmen uns erstmal die hier und machen hier mal eine Schnellreise hin. Dann sind wir schneller unterwegs. Alexanders Grab. Das Grab wurde nie gefunden und wird bis heute gesucht. Die Spekulationen über seinen Standort basieren meist auf Karten des antiken Alexandrias. Vielleicht finden wir ja noch das Grab. Wo ist denn hier? Da unten. Das sieht so cool aus. Bäm. Da. Also hier rum. Okay, bevor sie die nächste Strophe anfängt. Ja. Warum weinst du? Dein Fluch ist gebannt. Du hast auch ein Kind verloren. Also solltest du verstehen, dass die Furcht einer Mutter niemals endet. Oder der Zorn eines Vaters. Furcht Ach, und das ist die Zorn Frau des Priesters wieder. In einem zerbrechlichen Leben. Bitte, überlass mich meinen Tränen. Naja. Wenn du mir folgen würdest, lassen wir ihr etwas Freiraum. Kann ich etwas tun, um ihr zu helfen? Sie fand ein Ritual des Schutzes in einer uralten Schriftrolle. Es fehlen nur wenige Zutaten, um es... Ich finde sie. Du weißt doch gar nicht was. Warte, Neb. Eine rastlose Seele ist eine Kranke. Meine Herrin braucht Teile frisch getöteter heiliger Vögel. Och, und würdest nee. Du auch einen blau glasierten Fruchtbarkeitstalisman holen? Es gibt ein Geschäft südlich des Tempelbeckens, wo man so etwas finden kann. Ich treffe dich danach auf der Straße zu den Pyramiden. Ich wünsche dir Erfolg. Vögel killen. Okay, das ist hier relativ in der Nähe, oder was? Warte mal, ich guck mal gerade. Meter. Gut. Zuerst den Ritualgegenstand. Und dann die Vögel jagen. Ich hab's befürchtet. Sieht voll schön aus hier. Die Häuser sind so schön. Ein verlassenes Grab.
Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Komischer Ort dafür. Ich sprach kürzlich zufällig mit einem Priester des Anubis, als ich im Tempel beten war. Er flüsterte mir böse Gerüchte über Pascha Renpta ins Ohr. Er sprach von einer Schändung der Rituale und anderen furchtbaren Dingen. Im Tempel scheint es genauso viel Neid und Intrigen zu geben wie am Hof. Gibt's hier oben schon irgendwas? Nee. Was ist da unten? Ein Magi. Wie überraschend. Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Wir sind sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Aber sicher doch. Ja, das wäre nett. Verzeihung, so, aber die Geschäfte rufen. Ich bin bald wieder zurück. Was brauchen wir? So einen komischen blauglasierten Talisman. Was haben wir denn hier? Ein Inventar. Der blauglasierte Talisman ist hier aufgeführt. Wachsfiguren männlich, Wachsfiguren weiblich. Ostraka, Grabkammer des Diose. Papyri mit Zaubersprüchen. Verschiedene. Okay. Ich sollte mich weiter umsehen. Warte mal gerade, komme ich hier nicht irgendwie darüber? Da ist ein Schätzelein. Verdammt. Da ist eine tolle Tafel. Und in der zweiten Kammer liegen die weltlichen Güter des Horapollon und der Schesch. Ihnen zum Schutze und zur Nahrung. Die Botschaft ist unvollständig. Wie wohl der Rest lautet? Hier gibt es nichts von Wert. Warum verkauft die Händlerin hier solch billige Ware? Ah, sie verbirgt etwas. Ach, komm. Gucken noch mal durch. Da ist... Wahrscheinlich müssen wir irgendwie... Da ist noch was. Kommen wir da durch? Guten Tag. Die Händlerin wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier muss Diebesgut sein. Und hier ist auch der blauglasierte Talisman. Timehotep wird sich freuen. Zap, eingesteckt. Haben wir sonst noch was hier? Hier nicht mehr. Wir machen hier aber wieder zu. Niemand hat gesehen, dass wir da hinten drin waren. Aua! Dritter, oder? Warte mal gerade. Ich kann ihn nicht vergiften. Komm, du kleiner Feinleger. Verdammt, wir müssen auch. Da bist du ja. Tschö. Okay.
Oh, Reiherfedern haben wir sogar. Jetzt brauchen wir Flamingo-Zungen. Flamingo-Zungen. Wo kriegen wir denn jetzt Flamingo-Zungen her, Mann? Dass wir irgendwo ins Wasser gehen. Was? Wer? Oh, Bildhauer. Bildhauer bei der Arbeit. Naja, schön ist es anders. Die sieht ganz cool aus hier. Die, der Weihnachtsmann mit der Zippelmütze. So, wir brauchen eine Flamingo-Zungen. Haben wir hier? Hier gibt es nur Reiher. So, mal am Fluss entlang gehen. Ich glaube, da haben wir die besten Chancen. Mal ab durchs Getreide hier. Was ist mit dem? Wo kriegen wir jetzt Flamingo-Zungen her? Was ist denn hier eigentlich das? Guck mal, wir gehen mal hier hoch. Das sind auch alles Reiher da hinten, oder? Kannst du auch was von Metallica? Warte mal. Okay, nochmal nach Dings. Erstmal gucken, was ist hier so. Marodeur. Weit. Persischer Prinz. Verkaufen. Hast du etwas, Jäger? Super, wo kriege ich denn jetzt einen Flamingo? Da sind! Da sind Flamingos. Super, wo ich das so toll im Vögeljagen bin. Ha! Erwischt! Was, Uno Mas? Da landet wieder einer. Hä, was ist mit dem jetzt? Erwischt. Was war denn mit dem hier? Wo ist denn der jetzt? Welcher ist er? Aber egal, wir haben ja unsere zweite Zunge. Hoffentlich. Die Magd sagte, sie brauchen die Zunge. Das waren alle. Dann kann ich mich jetzt mit Timehotep treffen. Hä? Wieso brauche ich denn jetzt auf einmal noch Reiherfedern?
Die hatte ich doch vorhin. Och, Leute. Ernsthaft? Da ist im Übrigen unser toter Freund. Ich hatte doch vorhin, wo ich noch gesagt habe, Reiherfedern haben wir schon. Warte mal, aber... Hä? Ach, das ist wahrscheinlich nur ein Anzeigefehler, weil... Ich habe ein Quest-Dings da hinten. Da kann immer noch nichts von Metallica. Gibt dir gleich Missgeburt. Warte, Bastard. Und jetzt wurde der Herold des Ptah zur Ruhe gebettet. Was glaubst du, was ihm vorher gefehlt hat? Alter, sind hier viele Wachen? Ja, hier steht auch nur im dummen Weg rum. Ach shit, hier ist wieder zu. Dann machen wir hier das wieder über den herkömmlichen Weg. Kann ich hier drüber laufen? Nee, ne? Ah, wie cool. Okay, das war cool. Wo sind jetzt mein... Da. Hä? 200. Da. Auch ein schöner Bazar hier. So, da ist sie, Madame. Einige Zutaten für das Ritual fehlen immer noch. Was willst du von mir? Ich hatte die Reiherfedern, jetzt sind sie weg. Wo kriege ich denn jetzt Reiher her? Hallo, gibt's hier Reiher? Reiher gibt es doch meistens am Wasser, oder? Da. Nummer 1. Ey. Cool. Okay, das wird jetzt...
Willst du mir jetzt den Reiher weg? Nee, plündern. Haha. War das mein Senu? Hab ich da jetzt Bock? Zu den Krokodilen? Nö, ich wusste es. Halt, die Richtung. So, okay. Ich habe, was du brauchst, Heimhotep. Der Seher hatte recht, als er dich Erlöser nannte. Mein Ritual muss im Schatten des Mondes stattfinden, am Fuße der Djosa-Pyramide. Wirst du mich und meine Magd so lange beschützen? Auch auf der Straße lauern womöglich Gefahren. Och, ja. Manno. Dann reiten wir zur Pyramide und warten auf die Nacht in all ihrer Pracht. Die Gegend ist gefährlich. Warum nicht mehr wachen? Niemand darf von dem Ritual wissen. Reisen wir deshalb abseits der Hauptstraße? Ja, es ist riskanter, aber diskreter. Dass er keinen Sohn hat, verringert das Ansehen meines Gatten. Fragezeichen. Wenn die Leute von den Kindern wüssten, die ich verlor, würden sie sicher daran zweifeln, dass die Götter ihm Gehör schenken. Schon jetzt gibt es böse Gerüchte. Meine Mühen bringen Schande über ihn und über mich. Nebet, es ist nicht deine Schuld. Still, Mara. Ich weiß, du meinst es gut, aber die Rollen sind eindeutig. Die Frau bestimmt das Geschlecht des Kindes. Ich glaube das nicht, Nebet. Mara, das haben wir doch schon besprochen. Lass uns jetzt lieber schweigen, für den Fall, dass es nicht nur freundlich gesinnte Ohren gibt. Gute Idee. So wie die zum Beispiel. Das ist ja fies. Ich brenne. Tot. Wo ist sie jetzt? Schon vorgeritten, oder was? Frech. Cool aus hier. Da wären wir. Mein Schwert steht zwischen deinem Ritual und allen, die es bedrohen. Ptah möge dich segnen. Schöne Aussicht von hier oben. Aber das ist doch keine Pyramide, oder? Ach doch, da. Oh, schon alles vorbereitet hier. Kleine Häppchen für zwischendurch. Ein paar Räucherstäbchen. Schick. Hier zum Hinlegen. Auch cool. So, jetzt warten wir bis zum... Jeden Morgen in meiner Kindheit sprachen mein Vater und ich das Gebet der Magi. Bis zum Mond, ein Versprechen an die Notleidenden. Ich bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Ich bin die unbekannte Wahrheit. Die leere Schwertscheide. Der Sohn des Nils. Und der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten.
denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag, und ich geleite dich heim. Mein Sohn hätte dieses Gebet gelernt von mir. Quest abgeschlossen. Und es ist ein verdammt geiles Bild gerade. Ich habe ein neues Thumbnail, glaube ich, für die Folge. Ja, so, wir hatten hier irgendwo ein goldenes Dingenskirchens. Aber wenn wir gerade schon mal hier sind, können wir auch nochmal auf die Pyramide hoch. Und das goldene Teil ist direkt hier neben dran, oder? Sehe ich das richtig? Ja, gehen wir mal gucken. Mal von Diosa. Das machen wir gerade. Finde die antike Tafel. Oh, können wir mal zwischenschieben, oder? Hier mal wieder ein bisschen plündern gehen. Sollen wir gerade mal gerade was gucken? Hier ist nichts dabei. Da hier wird was zum Schieben. Und hier gibt es was zu lesen. Auf dass wir nie wieder die Fluten erleiden müssen, welche die Hungersnot brachten, hat der Händler Hanu seine Getreidesäcke hier platziert. Es ist genug, um 100 Laibe Brot mit 20 Pfesu oder 10 Kann Dattelmalzbier mit 4 Pfesu herzustellen. Okay. Hier gab es ja auch noch was zu plündern, oder? Da. Ne, hier ist was zum Wegschieben. Aber nicht von der Seite hier, so wie es aussieht. Dann schieben wir mal hier. Haha. Schawupp. Da geht's nicht weiter. Hier geht's weiter runter. Da ist ein Spalt. Hier gibt's ein bisschen was zu holen. Bröckelnde Mauern. Einige marode Wände können durchbrochen werden, um neue Wege zu öffnen. Imhotep, der in Frieden kommt, Kanzler des Königs von Unterägypten, Arzt, erster nach dem König von Oberägypten, Verwalter des großen Palastes, Mitglied der Elite, Hohepriester von Heliopolis, Baumeister, Vorsteher der Werft und Hersteller von Gefäßen, gärt im Tod wie im Leben. Ey, wat? Ja, das ist, nenn ich mal einen Titel, ey. Noch mehr Titel geht ja nicht auf eine Persona. Hier klettert doch was rum. Ja, gucke mal. Oh, fette Bibliothek oder was? Oh, Schätzelein. Wie komme ich denn da hin? Huh?